scheiße. Wenn du einmal reintrittst, das ist am Schuh kleben. Ja, und so geht's mir jetzt schon seit 2 Wochen, dass ich quasi täglich in die Scheiße reintrete. Hey, ich bin der Jan und ich bin im Sommer 2021 quer durch Deutschland gereist. Mit meiner Gitarre und meinem Van. Habt ihr Bock einzusteigen? Im Juni 2021 entscheide ich mich dazu, mit einem ausgebauten Renault-Kastenwagen unter dem Motto Hier und da kreativ auf Deutschland-Tour zu gehen. Mein Ziel? Inspirierende Menschen treffen, Musik machen und ein landesweites Netzwerk aufbauen. Dass es nachher nicht nur durch Deutschland gehen sollte, hätte ich tatsächlich so auch nicht gedacht. Wenn ich jedoch eins auf dieser Reise gelernt habe, planen macht kaum Sinn. Aber jetzt nehme ich euch erstmal von Anfang an mit. Mittwoch, der 9. Juni. Was für ein Schritt, den ich nach so vielen Monaten der Vorbereitung nun endlich gehen darf. Ich ziehe komplett in den Van ein und fahre für 2 Monate noch mehr ins Ungewisse, als mein Leben es aktuell ohnehin schon ist. Meine erste Station soll die schöne Kleinstadt Cochem an der Mosel sein. Die Fahrt hat nicht so lange gedauert. Ich stehe jetzt hier kurz vor meinem ersten Stopp vor Cochem und meine Bremsen quietschen permanent und ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ja. Jetzt muss ich erstmal überlegen, was ich jetzt genau weiterhin mache, ob ich wieder zurückfahre, wieder einen Termin in der Werkstatt suche oder was ich mache. Ich habe keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall extrem genervt gerade und wollte mir jetzt mal was zu essen machen und währenddessen mal überlegen, was ich jetzt genau mache. Zum Glück entscheide ich mich dazu, nicht zurückzufahren und das Problem wird sich im Laufe der Reise noch ganz automatisch lösen. Manchmal vergesse ich, wie schön meine Heimat, die Eifel, eigentlich ist. Hier in Cochem entdecke ich nicht nur die tolle Altstadt, sondern lerne auch 3 junge Musiker kennen. Leon, Ben und Elias bescheren mir einen perfekten Start meiner Tour und ich hoffe, dass ich sie irgendwann nochmal wiedersehen werde. Nun geht es für mich aber erst einmal weiter in den Süden. Ich bin jetzt nach einem erfolgreichen Tag mit ganz viel Straßenmusik in Cochem, bin ich jetzt auf einem Wohnmobilhafen zwischen Cochem und Bernkastel-Kues, weil hier in der Eifel ist das sehr schwierig mit dem Wildcampen und überall ist Naturschutzgebiet gefühlt. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, auf einem Wohnmobilhafen zu schlafen und ja, werde dann auch mal die Duschen genießen morgen früh, denn heute war es echt sehr heiß zum Teil in Cochem mit der ganzen Musik, die wir gemacht haben. Ich hatte auf jeden Fall einen erfolgreichen Tag. Jetzt hier im Hintergrund geht die Sonne langsam unter. Ich muss schon sagen, auf so einem Wohnmobilhafen fühlt man sich um einiges sicherer, als wenn man jetzt irgendwo in der Natur schläft. Und ich habe echt durchgepennt, so gut wie. So echt richtig gemütlich. So, und jetzt werde ich auch gleich mal gucken, dass ich da unten duschen gehen kann. An der Rezeption werde ich jedoch aufgrund von Corona abgelehnt.
Die Anlagen seien geschlossen. Also entschließe ich mich kurzfristig dazu, weiter nach Bernkastel-Kues zu fahren. Die Bremsen vom Van quietschen weiterhin. Ich versuche mittlerweile nicht mehr so ganz hinzuhören. Nach kurzer Platzsuche in Bernkastel-Kues finde ich einen schönen Fleck und beginne zu musizieren. Die Leute nehmen meine Musik interessiert wahr und ich komme mit einigen ins Gespräch. Und trotzdem ist mir die Innenstadt einfach zu leer. In Bernkastel-Kues ist nicht so viel los. Nicht andersweise so viel wie in Kochen gestern. Boah, ich bin so außer Atem hier. Guck dir mal die Treppen an hier. Genau. Und ich wurde dazu eingeladen, spontan auf ein kleines Konzert zu geben in dem Café von der Mutter von den Jungs von gestern. Genau, die hat mich dazu eingeladen. Deswegen düse ich jetzt nochmal zurück und dann morgen Richtung Saarlouis, Saarland, Saarbrücken. Genau. Puh. Ich entscheide mich doch dagegen. Zu diesem Zeitpunkt der Reise sagt mir mein Kopf, nur nach vorne, sonst kommst du nicht weiter. Ich fühle mich irgendwie gehetzt und getrieben von mir selbst. Am Abend lande ich in Rijul, einem kleinen Ort in der Nähe von Trier. Hier gibt es zwar auch einen Campingplatz, aber ich übernachte auf einem Parkplatz daneben und spare mir somit 15 Euro. So sieht's aus. Und dann bin ich mal gespannt, was hier heute Abend auf diesem Parkplatz passiert oder diese Nacht. Da habe ich nämlich tatsächlich keine Ahnung. Tatsächlich ist es hier die Nacht über sehr ruhig und am Morgen werde ich kaum überhörbar von zwei Gänsen begrüßt. Ich mache mich fertig für den Tag und schmuggel mich nach dem Frühstück auf die sanitären Anlagen vom Campingplatz in Rijul. Viel soll an Tag 4 allerdings nicht passieren. Ich fahre nach Saarburg und Merzen. Saarburg ist schön, aber nichts für Straßenmusik. Merzen ist wirklich grausam. Ich möchte ungern lügen, denn ich habe selten so eine hässliche Stadt mit so merkwürdigen Menschen und einem so seltsamen Vibe gesehen. Ich fühle mich nicht wohl und fahre schnell weiter. Weiter auf einen gemütlichen Campingplatz in einem Ort mit dem Namen Weierweiler. Vom Saarland bin ich bisher aber überhaupt noch nicht überzeugt. Nach einem heutigen nicht so erfolgreichen Tag an Tag 4 habe ich jetzt aber super lecker wenigstens gekocht und jetzt würde ich mich am liebsten direkt hinlegen und schlafen oder mich ausruhen, aber das ist das Problem beim Van. Man muss ja erstmal alles wegräumen und umbauen, damit man sich überhaupt ins Bett legen kann, ne? So geht es nämlich jetzt leider nicht, aber der morgige Tag wird dann besser werden wieder, bei gutem Wetter auch. Gucken, ob ich vielleicht an einem See ein Konzert spiele, weil da viele Leute sein werden, morgen bei gutem Wetter. Einen See? Den gibt's hier auch. Und ich nutze ihn am Morgen erstmal für eine kleine Schwimmrunde. Danach lerne ich Frank auf dem Rückweg kennen, mit dem ich ein Gespräch für meine Interviewreihe Stell dich doch mal vor führe. Und mein Vorhaben vom Vorabend setze ich auch in die Tat um. Ein Konzert für die Gäste. Der Tag verläuft noch besser als gedacht und am Abend stehe ich auf einem kostenlosen Parkplatz in der Nähe eines Badesees. Ich wache mitten in der Nacht auf und höre ein Kratzen von außen am Van, dann immer wieder ein Klopfen, so als würde jemand versuchen, von außen die seitliche Schiebetür zu öffnen und dabei den Griff betätigen.
Nach einer kurzen Analyse wird mir bewusst, dass es sich bei dem Klopfen und Kratzen um das Dachfenster handelt. Das muss ein Vogel sein, denke ich. Langsam bewege ich mich zum Dachfenster und schaue hinauf. Was mich dort erwartet, ist deutlich unspektakulärer, als ihr es jetzt denkt. Ein Ast klopft und kratzt von außen immer wieder an meinem Dachfenster. Ich schließe das Fenster ein wenig und lege mich wieder schlafen. Was für eine Nacht. Als Wiedergutmachung werde ich am Morgen von einem strahlend blauen Himmel geweckt. Heute soll es nach Salui gehen. Dort mache ich ein wenig Straßenmusik und treffe kurze Zeit später auf Julian, Sascha und Jonathan. Total faszinierende Menschen. Sie erzählen mir von ihrem Lebensstil. Sehr minimalistisch, das Leben zu leben nicht vergessen und bewusst leben. Wir führen tolle Gespräche und verstehen uns sehr gut. Julian ist besonders verwirrt davon, dass ich die beiden so sehr bewundere für das, was sie machen. Wir bekommen immer nur gesagt, dass wir verrückt sind und werden komisch angeguckt. Jan, cool, dass wir uns heute getroffen haben. Und das kann ich von meiner Seite aus nur zurückgeben. Am Abend nehmen die drei mich noch mit zu ihrer Stammkneipe und ihrem Freundeskreis. Ich fühle mich sofort wohl hier und wir haben eine gute Zeit miteinander. Auf die Empfehlung von Sascha wandere ich am nächsten Tag eine Runde. Hoch auf den Teufelsberg. Leck mich am Arsch, Alter. Mir hat zwar eben jemand gesagt, das ist hier ein steiler Anstieg. Als er so steil ist, hat mir keiner gesagt. Völlig zerknittert komme ich auf der Bergspitze an. Die Anstrengung lohnt sich aber und ich genieße eine perfekte Aussicht. Es geht für mich weiter nach Saarbrücken, wo ich mir den deutsch-französischen Garten anschaue. Und am Abend einen guten Parkplatz am Stadtrand finde. Ich habe jetzt lange überlegt, ich wollte eigentlich auf einen Campingplatz fahren hier in Saarbrücken. Jetzt meinte die Betreiberin aber, ich soll doch einfach irgendwo anders schlafen und dann morgen früh könnte ich auch duschen kommen für 2 Euro. Und mache ich das auch und habe jetzt hier den Stellplatz rausgesucht. Ich glaube, in einem relativ sicheren Viertel von Saarbrücken, so wie ich das jetzt hier so einschätze und sehe. Ja, dann muss ich mir jetzt unbedingt mal was zu essen machen und hoffe, dass ich hier gut schlafen kann heute Nacht. Gewaschen werden muss nach knapp 10 Tagen auch mal. Das erledige ich am zweiten Tag in der Hauptstadt vom Saarland. Ein unglaublich zeitintensiver Akt mit Parkplatzsuche, Waschsalon finden, Wäsche trocknen, ich sag's euch. Jo, ich bin richtig kaputt. Ich weiß nicht, irgendwie hat mich der Tag komplett geschafft. Ich habe zwar eben nur eine Stunde Musik gemacht, es ist aber einfach so ultra heiß und ich habe einfach permanent Hunger. Ich habe ja noch gewaschen. Das war ja auch ein Akt. Das ist alles sehr zeitaufwendig. Dann war ich noch duschen heute Morgen. Das dauert halt einfach immer alles viel, viel länger, als wie es dann ist, wenn man das alles eingebaut hat, ne? Oder wenn man das zu Hause hat. Naja, so ist das nun mal. Ich werde jetzt ein bisschen was kochen. Und dann werde ich mich mal versuchen, noch ein paar Videos zu schneiden. Mittlerweile bin ich übrigens nicht mehr in Saarbrücken, sondern am Würzbacher Weiher.
einem schönen Fleck Natur mitten im saarländischen Nichts. Hier verbringe ich auch ein wenig Zeit, erkunde die Gegend und schaue ein Deutschlandspiel der Europameisterschaft. Meine nächste Station heißt Kaiserslautern. Und da geht's erstmal ab in einen japanischen Garten. Danach ab in die Innenstadt. Hier lerne ich Michelle mit ihren Kindern kennen. Sie lädt mich für den nächsten Tag zum Frühstück bei ihr ein. Ich find's geil. Das hier ist Hier und Da Müsli und Musik. Heute mit Michelle. Und heute spielen wir Whatever von Chrome. Und danke Michelle für diese. Michelle und ich verstehen uns gut, haben schöne Gespräche und auch musikalisch harmoniert es super. Wir entscheiden uns kurzfristig in die Innenstadt nach Kaiserslautern zu fahren und dort This is the Life von Amy McDonald zu performen. Was uns auch sehr gut gelingt. Hier spielen wir übrigens nicht für einen Zirkus, sondern hatten wir kurz zuvor jemanden kennengelernt, der vom Zirkus war. Und er hat auf der Straße mit seiner Anlage musiziert. Wir haben ihn dann einfach gefragt, ob wir mal kurz mit seiner Anlage einen Song spielen dürfen. Auch von Kaiserslautern und Michelle verabschiede ich mich. Fahre erst kurz in den Norden und dann weiter in den Süden. Morgen bin ich bereits 2 Wochen auf meiner Tour unterwegs. Ich habe so viele Dinge in einer so kurzen Zeit erlebt. Das nenne ich Leben,
erleben, das Leben in vollen Zügen mitnehmen. Ich versuche jeden Tag zu genießen, auch wenn es oft stressig ist und auch sehr viele Sachen ungewiss sind. Aber auf der anderen Seite darf ich so viele Menschen kennenlernen und somit auch viel über mich selbst erfahren. Ich spüre, dass ich mir bereits jetzt immer näher komme. Hey ho Heidelberg und hey Celia. Sie ist auch als Musikerin in der Fußgängerzone unterwegs und wir beide machen ein wenig Musik in der Heidelberger Innenstadt. Danach fahre ich nach Freiburg, mit einer Übernachtung unterwegs in Offenburg. Dort treffe ich auf Ulrich und Jutta. Ulrich macht mit mir das zweite Interview für die Reihe Stell dich doch mal vor und Jutta vermittelt mir einen Werkstattkontakt, der mir am nächsten Tag meine quietschenden Bremsen repariert. Ja, und jetzt geht's dann endlich nach Freiburg. Und ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Sheila und ich kennen uns schon lange. Wir haben damals zusammen Abi gemacht. Es tut gut, nochmal jemanden zu treffen, der weiß, wer ich bin. Und Freiburg hält für mich viele neue, interessante Menschen bereit. Darunter auch Simon. Er reist auch alleine durch Deutschland und macht Straßenmusik. Nur will er allerdings bis nach Kroatien fahren. Wir beide verstehen uns auf Anhieb sehr gut. So, jetzt gestern habe ich den Simon kennengelernt beim Straßenmusik machen. Und jetzt ist es erst 10:30 ungefähr in Freiburg. Und hier darf man von 10 bis 10:45 spielen und dann erst wieder ab nachmittags. Und jetzt gehen wir zusammen in die Stadt, in die Fußgängerzone und spielen so lange bis 10:45. Genau, und dann müssen wir mal schauen, ob wir heute Nachmittag nochmal spielen. Oh ja, wir spielen nochmal und lernen diese coole Truppe kennen. Spontan entschließen wir uns dazu, eine kleine gemeinsame Musiksession zu starten. Simon und mein Weg trennen sich erst einmal. Aber in München werden wir uns wieder begegnen. Für mich geht es quer durch den Schwarzwald nach Ulm, dann nach Füssen, wo ich es schaffe, in einer Stunde 100 Euro mit der Straßenmusik zu verdienen und mir das Schloss Neuschwanstein anschaue. Nur wenige Tage nach meinem Freiburg-Aufenthalt erreiche ich dann die Hauptstadt Bayerns. So, ich bin jetzt kurz vor München und werde jetzt hier mal die liebe Waltraud besuchen fahren, wo ich ja Anfang 2019 Praktikum in München gemacht habe. Da habe ich bei ihr gewohnt und die werde ich jetzt auf jeden Fall mal besuchen fahren. Und ja, am Freitag, also morgen, werde ich im Rathaus vorspielen, weil ich möchte gerne am Samstag oder Sonntag Straßenmusik machen hier. Und genau, ja, das Wetter ist jetzt noch nicht so super.
Aber es kann ja noch alles kommen. Und was jetzt in München folgt, konnte ich zu diesem Zeitpunkt selbst noch nicht so ganz verarbeiten. Am Samstag spiele ich beim Christopher Street Day und lerne Nikolas aus Tschechien kennen. Wir beide musizieren zusammen und plötzlich steht eine Riesenmenge um uns herum. Simon und ich treffen uns wieder und ziehen als Party-Duo abends quer durch die Straßen und mischen die Innenstadt auf. Wir fliegen bei einer musikalischen Darbietung aus dem Hofbräuhaus, unterhalten die Leute dann stattdessen direkt davor und schnappen uns bei jeder Gelegenheit unsere Instrumente. Dabei begegnen uns unglaublich viele neue internationale Menschen, mit denen wir eine gute Zeit verbringen. Darunter auch Isa und ihre Schwester. Sie laden Simon und mich zu sich nach Hause ein, wo wir als Dankeschön für die Gastfreundschaft ein kleines Konzert für ihre Eltern spielen. Sehr, sehr viel los in den letzten Tagen. Und jetzt geht es erstmal Richtung Schliersee, weiter in den Süden, Chiemsee und dann geht es in den Osten weiter hoch. Wir hatten eine extrem intensive, coole Zeit. Wir haben super viele neue Leute wieder kennengelernt. Ja, München, was war das bitte? Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal 2 Wochen Kur. Mit Simon geht es jetzt erstmal ungewollt in Kur. Warum, werdet ihr gleich erfahren. Wir fahren weiter in den Süden und ich entscheide mich doch gegen den Osten und stattdessen dazu, weiter zu zweit zu reisen. Zusammen unterwegs überschreiten wir die Staatsgrenze in Richtung Österreich. Kufstein und Elmau, so lauten die nächsten beiden Etappen. Dann die Zwangskur. Und Simon? Na? Wie geht's dir? Nicht so gut. Könnte besser sein, würde ich sagen. Okay, Simon ist krank. Wir werden aber heute trotzdem mal nach Kitzbühel fahren. Vorher müssen wir unsere Wassertanks erstmal auffüllen. Und wir wollten in ein Freibad fahren, um da zu duschen. Und dann hoffe ich, dass Simon langsam wieder fit wird. Same. Trotzdem ist es sehr schön hier. Ich glaube, die Pause tut uns beiden nach 6 Wochen Reisen mal ganz gut. Und ich habe Zeit, das Erlebte der letzten Wochen zu verarbeiten, bevor wir am nächsten Tag nach Kitzbühel weiterfahren. Vor Ort gefällt es uns aber überhaupt nicht, auch wenn wir am ersten Abend mit Musik in der Innenstadt unterhalten werden. Simon geht es mittlerweile wieder besser, sodass es für uns nun schnell in Richtung Osttirol nach Lienz geht. In diese Gegend bin ich früher mit meiner Familie regelmäßig in den Urlaub gefahren und kenne die schönen Ecken hier. Und wir gehen jetzt in die Jens Straßenmusik machen. Also eigentlich wollte ich ohne Simon gehen, aber wie das halt immer so ist. Ich bin die Uhu Tapafix oder ich bin die Scheiße. Wenn du einmal reintrittst, lass es am Schuh kleben. Ja, und so geht es mir jetzt schon seit 2 Wochen, dass ich quasi täglich in die Scheiße reintrete. Simon hat schon meinen Hut geklaut mittlerweile. Ja, wie ist eigentlich hin? Ist wieder auf Antibiotika. Immer noch, ja. Aber jetzt ist die letzte Pille. Ja. So, es geht langsam wieder bergauf. Es geht halt echt bergauf. Ja, so viel zum Morgen des 26. Juli, ne? Digga, wir haben 2:30. Ja, aber es fühlt sich so an wie morgen. Also in unserem Tagesrhythmus ist das der Morgen gerade. Lienz und Osttirol sollen unsere zweite München-Erfahrung werden. Wir kommen mit unserer Musik super in der Stadt an.
spielen auf einer Geburtstagsfeier. Und machen eine echt verdammt anstrengende Wanderung. Hier wäre die Spitze. Irgendwann erreichen wir unser Ziel. Und Simon und ich verstehen uns immer besser. Was sich auch auf unsere Einnahmen auswirkt. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Villach in den Süden von Österreich. Und vermutlich wird das die letzte Station sein, wo Simon und ich zusammen unterwegs sind. Denn in ungefähr 12 Tagen werde ich erstmal in die Heimat fahren für eine Woche oder zwei. Nein, Villach ist nicht unsere letzte gemeinsame Station. Uns gefällt es dort überhaupt nicht, sodass wir am nächsten Tag direkt weiter an die slowenische Grenze nach Klagenfurt fahren. Alles richtig gemacht. In Klagenfurt drücken wir nochmal auf die Tube. Wir treten in einem Irish Pub auf, nehmen spontan an einer Open Stage Veranstaltung teil und spielen ein kleines Konzert in einer Bar. Mittlerweile nennen wir uns als Duo besser als nix, was auf dieser Reise auch irgendwie zu unserem Lebensmotto geworden ist. Entspannen, das machen wir nur noch selten. Und uns fällt es auch irgendwie schwer, da täglich etwas Neues passiert. Nach einem Tag am Wörthersee brauchen wir wieder einen Kick. Im Wörthersee-Stadion spielt Real Madrid gegen AC Milan. Direkt um die Ecke. Da müssen wir hin. Wir sind zwar keine Fußballfans, aber Musik können wir hier doch trotzdem machen, denken wir uns und stellen uns nach dem Abpfiff direkt vor den Ausgang. Leute schauen zum Teil verwirrt und manche feiern einfach sofort mit uns. Uns ist das egal. Am Ende haben wir nach einer halben Stunde 130 Euro im Koffer. Das war dann wohl vorerst aber wirklich unsere letzte gemeinsame Station. Simon und ich hatten es lange rausgezögert und jetzt haben wir uns aber erstmal getrennt. Ich bin jetzt auf dem Weg Richtung Salzburg. Dann werde ich Richtung Heimat fahren, von da aus erstmal für die nächsten 2,5 Wochen. 935 Kilometer Heimreise liegen in den nächsten 3 Tagen vor mir. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 km/h. Ganz entspannt. Erst einmal quer durch die wunderschöne Steiermark nach Salzburg. Und danach ab nach Koblenz. Trotz der geringen Geschwindigkeit verläuft die Rückreise für mich irgendwie viel zu schnell. Ich nehme mir ab und zu eine kleine Auszeit, um die Erlebnisse der letzten Wochen zu verarbeiten. Noch vorgestern war ich im Süden Österreichs und habe vor einem Stadion mit 30.000 Menschen gespielt. Jetzt stehe ich knapp vor den Toren der Eifel. Hier ist Ruhe angesagt. Am dritten Tag fahre ich zu Hause auf den Hof und sitze bereits nachmittags mit meinen Eltern und meiner Schwester im Café. So, als wäre nie etwas passiert. Und dabei ist so unfassbar viel passiert. Danke an alle Menschen, die ich kennenlernen durfte, die mir mit ihren Worten neue Denkanstöße gegeben haben. Danke an meine Familie, die mein Leben auf Rädern akzeptiert und dabei nicht völlig durchdreht.
Simon, du alte Pflaume, danke auch an dich, dass wir so eine verdammt geile Zeit verbracht haben. Mir ist durch diese Lebensart bewusst geworden, wie viel Neues man jeden Tag erleben kann. Das Reisen ist für mich die intensivste Art zu leben. Und das hier war definitiv intensiv.